Bei Vin Diesel, Pep Guardiola oder Amius von Vox sieht eine Glatze super aus. Aber seien wir mal ehrlich, bei den meisten von uns normalen Männern sieht schütteres Haar einfach nur alt aus. Wie kann man das erhalten? Was kann man machen? Warum kommt es bei uns Männern überhaupt zu so Haarausfall? Darum geht's heute. Guten Tag, mein Name ist Dr. Marc Birkan, ich bin Urologe und Androloge hier in der Urologie am Ring in Köln. Geheimratsecken oder lichter werdendes Haar im Hinterkopf ist leider bei uns Männern sehr häufig. Das ist genetisch bedingt und kommt einfach durch, dass die Programme, die im Laufe des Reiferwerdens in unserem Körper ablaufen, zustande. Eine wichtige Rolle dabei spielt ein spezielles Hormon, das Dihydrotestosteron oder DHT. Das ist eine spezielle Form des Testosterons, eine speziell aktive Form des Testosterons. Und das DHT wirkt auf Haarfollikel, die werden kleiner und können dadurch dann, also werden schlechtere Haarfollikel, deshalb fallen Haare aus und wachsen dann auch an den Stellen ja auch einfach nicht mehr nach. Es ist nicht so, dass ein hoher Testosteronwert unbedingt zu einer Glatze führt oder andersrum, wenn Sie eine Glatze haben, dass das oder schütteres Haar haben, dass das unbedingt ein Hinweis auf sehr hohe Testosteronwerte ist. Es ist eher ein Hinweis auf einen hohen DHT-Wert im Gewebe. Ja, aber man kann so einen direkten Rückschluss nicht ziehen. Wie kann man das Ganze behandeln? Also eine logische Sache wäre ja, wenn ich weiß, DHT ist eine Hauptursache, senke ich also den DHT-Wert, das Dihydrotestosteron. Da gibt es tatsächlich ein Medikament, was das tut, Finasterid. Das wird auch zur Stärkung des Haarwachstums eingesetzt, in einer sehr niedrigen Dosierung von nur 1 Milligramm. Wir können das auch für die Prostata verwenden, da ist es aber nur mit 5 Milligramm dosiert. Das Problem ist jetzt, dass das DHT nicht nur an den Haaren wirkt, sondern an einer Vielzahl an Stellen in unserem Körper. Und wenn wir das Finasterid einsetzen, haben wir nicht nur die eine Funktion, Haare werden mehr und besser, das funktioniert tatsächlich, sondern es kann auch zu anderen Funktionen und Problemen kommen. Ein großes Problem ist, dass sexuelle Störungen auftreten können. Also weniger Lust auf Geschlechtsverkehr, Libido, die weniger wird, ja, bis hin zum kompletten Erliegen von solchen sexuellen Gedanken. Auch die Potenz kann schlechter werden. Da gibt es ein tatsächlich extrem unangenehmes Syndrom, das sogenannte Postfinasterid-Syndrom. Das bedeutet, dass Männer, die das Finasterid eingenommen haben, nicht nur in dem Zeitraum, wo sie das Finasterid nehmen, diese Symptome haben, sondern auch noch darüber hinaus. Das ist total schlecht verstanden, also sprich, man weiß nicht genau, warum das so ist. Ich kann Ihnen auch nicht vorhersagen, ob Sie der Mann sein werden, der nach Finasterid so ein Problem kriegt. Die meisten Männer kriegen auch das Problem nach Finasterid nicht. Also ich habe sehr häufig Patienten, die vor mir sitzen und sagen, sie nehmen seit vielen Jahren, Jahrzehnten Finasterid. Aber glauben Sie mir, wenn Sie einer von den Männern sind, die ein Post-Finasterid-Syndrom kriegen, dann sind Sie wirklich arm dran. Das ist wirklich eine sehr, sehr unangenehme Sache. Also deshalb würden wir als Andrologen, wie die meisten Urologen auch, Ihnen nicht empfehlen, das Finasterid einzusetzen, um Haarwachstum zu bessern. Man kann ein anderes Medikament nehmen, das Minoxidil. Das findet sich in vielen Haarshampoos auch, die so speziell diese Wachstum der Haare mit bewerben oder dafür gedacht sind. Das funktioniert, aber sagen wir mal, wirklich revolutionäre Ergebnisse werden Sie dadurch nicht kriegen. Ja, ausprobieren sollten Sie es, Minoxidil. Ein ziemlich neues Verfahren, was ich auch ganz spannend finde, ist das sogenannte PRP. Das ist eine Form von Eigenbluttherapie, wo wir bei Ihnen Blut abnehmen. Das wird speziell aufbereitet, sonst ein spezieller Zentrifugations- und Filtrationsprozess findet statt. Und dann wird es wieder in die Kopfhaut eingespritzt und sorgt dafür, dass halt Haarfollikel wieder verstärkt arbeiten. Da gibt es einige ganz gute Untersuchungen, die tatsächlich eine deutliche Erhöhung der Haardichte nachweisen. Und das ist das, was wir ja haben wollen. Ein Wundermittel ist auch das nicht und das wirkt auch nicht bei jedem und ist sicherlich was eher für einen Anfangsbefund und nicht bei einer Vollglatze, ne? Das ist klar. Letzte Sache, eine Haartransplantation.
Führt natürlich dazu, dass nachher dann wieder Haare da sind. Ich finde so die kosmetischen Ergebnisse persönlich sehr unterschiedlich. Ich glaube, das sollten Sie von jemandem machen lassen, der das wirklich gut beherrscht, weil zum Teil finde ich, dass der Haaransatz, die Haarlinie, das haben Sie ja vielleicht bei Männern schon mal gesehen, nicht natürlich aussieht, die bei den Männern, die eine Haartransplantation hatten. Aber natürlich kann das eine Lösung sein dafür. Ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, gerade frühzeitig genug dem Haarausfall entgegenzuwirken. Und ich persönlich glaube auch, dass da das PRP-Verfahren ein sehr gutes Mittel der Wahl oder Mittel sein kann, um dem frühzeitig entgegenzuwirken. Wissen Sie, ich hatte früher im Studium war ein Mitkommilitone, André hieß er, der ist damals, wir sind immer in Schlabbert-T-Shirts und Turnhosen oder in abgeschnittenen Jeanshosen rumgelaufen und er hatte damals schon die ganze Zeit immer nur einen Anzug an, hatte eine Vollglatze, ne, hatte die letzten Reste da auch wegrasiert. Der sah damals schon mega cool aus und viel cooler als wir. Bei ihm sah das auch gut aus, das stand ihm gut. Wenn Sie so ein Typ sind, zu dem eine Glatze gut passt, kann das eine super Sache sein und genau Ihr Weg. Wenn Sie aber mit den schütter werdenden Haaren unglücklich sind, gehen Sie zum Dermatologen, gehen Sie zum Arzt und gucken, ob man nicht da was gegen machen kann, weil es gibt Möglichkeiten, die Haare da wieder zu bessern. Wenn Sie eh in einem Alter sind, so 40 bis 50, wo generell auch mal Vorsorge ansteht, wenn Sie mögen, schauen Sie sich doch das Video dazu an, weil Vorsorge sollten Sie ab einem gewissen Bereich einfach oder ab einem gewissen Alter in Ihr Leben einbauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.